Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Inside. Und ja, wir springen jetzt direkt mal hier Inside diesem Kessel schön ins Wasser. Das letzte Mal, was ist das letzte Mal passiert? Wir sind untergegangen, sind ertrunken und wurden dann von ja, diesem komischen Vieh, was uns immer umgebracht hat, wurden wir dann herzlich aufgenommen. Und seitdem können wir tauchen, ohne zu ertrinken. Wir gehen jetzt mal gucken, ob wir hier in dem Kessel was finden, bevor ich auf der rechten Seite weiterschwimme. So, es hier scheint so ein Wasserbehälter zu sein. Aber hier ist eigentlich. Ah, was ist das? Kann man da rein? Ne, da ist auf jeden Fall irgendwas. Nett, dass wir noch irgendwas übersehen. Aber hier scheint es nichts zu geben. Vielleicht hier auf der rechten Seite noch. Aber ich glaube nicht. Nee, ich gehe davon aus, das war auch nur dafür da, dass wir hier sanft landen, wenn wir da runter springen. Das haben wir auch gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was hier in diesem Riesenkomplex uns erwartet. Okay. Hier steht alles auf Kopf. Oder was? Da ist Wasser über uns. Oh, shit. Mann, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich war so abgelenkt von dem Wasser oben. Ein Knopf. Na, ich warte mal noch. Ich will da jetzt noch nichts überstürzen. Was haben wir hier? Okay, Wasser. Alle hopp. Ah, das hier ist. Das hier ist das von der Nebenseite. Also hier können wir dann jetzt wieder in den Behälter. Das war die Tür, die wir eben gesehen haben. Okay. So, wofür haben wir die jetzt aufgemacht? Dann gehen wir mal auf die rechte Seite gucken. Ich denke, das mit der Tür wird noch für irgendwas gut sein. Okay, da können wir die Luke oben schließen. So, und dann. Ach, okay. Wir können die Luke. Oh nein. Okay, doch. Wir können die Luke schließen und dann können wir oben drüber rennen. Wobei wir hätten auch eigentlich drüber springen können, ne? Ah, Sekunde. Wir gehen das jetzt mal abchecken. Das. Irgendwofür wird das schon sein. Und wenn es nur für eines dieser schwarzen Kugeln ist, die wir die ganze Zeit kaputt machen. So, hier die Luke zu. Jetzt gehen wir mal nach oben. Wobei ich hoffe, dass wir dann auch wieder runter können. Also, wenn wir nämlich jetzt oben zugemacht haben und links lang können, damit wir oben drüber können, dann können wir von oben auch nicht mehr aufmachen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier rechts eher das Secret ist als oben. So, ich kann mich natürlich auch irren, aber ich hoffe, dass es hier ist. Wir schauen jetzt einfach mal. Ah, hier ist wieder. Okay, hier haben wir wieder diesen Knopf. Das heißt, wenn ich jetzt ziehe. So, dann springt das Ding hoch und hiermit kann ich halt zumachen, ne? Ja, aber. Was bringt's? Kann man das irgendwie auf Seite ziehen? Ne? Das Ding da müssen wir kaputt machen, glaube ich. Ach so, ich hab's verstanden. Okay, wir müssen hier dran ziehen, müssen dann im richtigen Moment das Ding herausfahren. Und
Scheiße. Ja. Entschuldigung. Auf ein neues. So, wir müssen einfach da dran ziehen. Und jetzt. Zack! Yes! So, jetzt haben wir das hier. Was machen wir damit? Was machen wir jetzt damit? Jetzt können wir. Was können wir jetzt damit Besonderes machen? Das ist ja blöd. Können wir das hier mitnehmen? Ich denke halt, wenn ich es irgendwie hier zünde, ne, dann. Ah, nee, hier muss ich zünden. Da. Dann springt's hoch. Yes! Geiler Scheiß. Ah, dann schießen wir das jetzt da oben durch die Luke. Und dann machen wir die Luke oben zu. Dann haben wir das Ding da oben. Ja, ich verstehe. Sehr gut. War also die richtige Entscheidung, rechts lang zu gehen. Zack. Und jetzt können wir nämlich auch nach oben. Coole Sache. Ich glaube, das Rätsel wäre gar nicht so einfach gewesen. Also, wenn wir oben lang gegangen wären, dann wären wir wahrscheinlich schon ein bisschen verzweifelt. Weil ich schwer davon ausgehe, das Ding brauchen wir ja. Also, da dann auf die Idee zu kommen, das Ding da von unten zu holen. Okay. Cool. Dann schauen wir mal, was wir jetzt damit hier oben alles anstellen können. Also hier steht halt alles über Kopf, ne? Wobei, eigentlich nicht. Also das Wasser tropft ja hier runter, aber ja, keine Ahnung. So, hier hin oder was? Gibt's hier irgendwas? Nee. Also hier nicht. Wofür sind diese Seile da? Was ist hier mit den Dingern los? So, jetzt stellt sich die Frage. Aber was haben wir denn hier? Hier ist ja noch eins. Sehe ich jetzt erst. Ach du Scheiße. Wie kann man das raus? Ja, rein theoretisch könnte man das andere dann so ein Stückchen drunter schieben, dass es einfach rumfällt, oder? Nee, wir müssen das andere bestimmt draufstellen und ziehen. Das könnte sein, das probieren wir mal. Müssen wir nämlich gar nicht hier rechts lang, sondern links lang. So. Genau. Ziehen. Rüberschieben. Draufstellen. Ziehen. Ob das funktioniert? Geil. Es hat funktioniert, Männer. Geil. Oder die zucken. Die zucken noch ein bisschen, die Leute hier. So, da oben denke ich, müssen wir rein. Ich gucke trotzdem mal noch hier auf der rechten Seite, ob wir noch irgendwas haben. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ah, die linke Seite haben wir jetzt aber gar nicht geguckt, ne? Was? Können wir das nicht mitnehmen? Ne. Ich gucke jetzt trotzdem mal noch schnell hier auf der linken Seite, ob wir hier vielleicht noch irgendwas hier oben haben. Aber auch das sieht nicht danach aus, ne? Und da kommen wir ja auch her, mehr oder weniger. Dann ziehen wir jetzt hier auch diesen Kolben raus. Zack. So, und wir öffnen die Luke.
Die Luke führt ins... was ist das hier? Ein Raumschiff. Ja, komm, drück die Tür auf. Perfekt. Okay, also zurück können wir nicht mehr. Wir gehen erstmal rechts in den Raum gucken, würde ich sagen. So, hier ist kein Ton. Ich dachte schon gerade, da wäre irgendwas kaputt, aber hier ist tatsächlich kein Ton. Ah, weil wir unter Wasser sind. Ah, ne, ne. Ne, jetzt? Ach, hä? Wie, ja, jetzt sind wir unter Wasser. Ach so, das Wasser ist oben. Ja, ne, wir sind ja auch hier in irgendeinem komischen Raum, sehe ich gerade. Also wir gucken gar nicht. Wir gucken hier durch so eine Scheibe, wie es aussieht. Ich weiß hier noch nicht so ganz. Wahrscheinlich ist ein Wasserpegel irgendwie... Weiß ich nicht, wann geht denn die Tür auf? Ach, wenn sie im Trocken ist, okay. Das heißt, wir müssen rüberkommen. Und dann das Wasser... hochschieben. Okay, dann gucken wir doch erstmal, was wir auf der linken Seite haben. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, mit dem wir uns dann hoch ins Wasser schießen können. Um dann rüber zu gelangen zur Tür. Bei der es dann auch weitergeht. Also muss hier ja noch irgendwo irgendwas sein. Ah, da haben wir eine Kiste. Sonst nichts? Gibt's hier nichts mehr? Nee. Okay, das könnte vielleicht reichen. Klar, wir können doch die Kiste... Was zur Hölle? Ich dachte schon gerade, die erwischen mich. Ja, dass der nicht vorne rüber umkippt. Okay. So, schnell weiter. Bevor wir hier nochmal unerwarteten Besuch bekommen. So. So, also ich stelle mir das jetzt so vor, dass wir hier das Wasser jetzt runterlassen. Doch, ich habe schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee. Relativ simpel eigentlich. Und zwar... So, jetzt haben wir die Kiste drin. Jetzt müssen wir nur gucken, die schwimmt so weit da oben. Das okay, das war nicht der Plan. Vielleicht können wir die irgendwie hier im Wasser. Also, wir sind ja noch. Ist egal. Vielleicht können wir die hier irgendwie ein bisschen bewegen. Geht das? Ja, das geht. Einwandfrei. So. Jetzt stellen wir uns die. Moment, jetzt muss ich überlegen. Also, wir müssen das Wasser da hochkriegen. Und um hier rüber zu kommen. Müssen wir an die Kiste gelangen dann. Beziehungsweise... Doch, anders geht's dann. Das heißt... Wenn wir jetzt das Wasser hochmachen, dann wird die Kiste wahrscheinlich auf mich fallen. Das müssen wir jetzt hier vermeiden. Ja. Aber... Achso, ne, dann geht die Tür ja wieder zu.
Nee, das funktioniert so nicht. Ah doch, die zieht uns ja jetzt hoch. Ja, bringt uns ja nichts. Das bringt uns ja nichts. Doch, was ich eigentlich jetzt eben probieren wollte, das probieren wir jetzt so. Vielleicht passt das. Wir stellen die Kiste hier hin. Gehen jetzt runter. Vielleicht passt es von der Höhe her, ich weiß es nicht. Also wenn es das ist, dann ist es wirklich sehr simpel. Ansonsten müssen wir uns hier noch was anderes überlegen. Denn vielleicht kann ich es bei der Höhe ins Wasser reinspringen. Dann testen wir jetzt. So, Kiste runter. Jetzt machen wir das Wasser gerade so hoch, dass die Tür offen bleibt. Und jetzt gucken wir, ob wir da reinspringen können. Also, es ist es wirklich. Das war die erste Idee, die ich hatte. Aber die war mir zu einfach irgendwie. Weil das ist ja wirklich. Okay. Gut. Wir sind drüben und haben wieder unseren Ton. So, was haben wir hier? Bomben? Keine Ahnung. Schwimmen wir erstmal runter. Gucken, was wir unten noch haben. Hier haben wir wieder. Okay. Da unten sind ganz viele Leute. Und hier sieht es so aus, als würde hier irgendwo das Wasser gleich enden. Wir sollten vielleicht nicht ganz. Ich Idiot. Das war gar nicht mein Plan. Ja, hoffentlich kommen wir wieder hoch. Oder. Ja, wahrscheinlich sterben wir eh gleich. Da müssen wir nämlich an die Tür, an den Schalter. Also müssen wir hier auf jeden Fall uns einmal fallen lassen. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite gucken. Da werden wir jetzt wahrscheinlich sterben, weil da sind ein paar Leute gewesen. Ein paar Typen, die hier arbeiten. Die sehr viel Wert darauf legen, uns ums Eck zu bringen. Nein, jetzt ist keiner mehr da. Okay, cool. Wofür ist das hier? Sorry. Sorry, Leute. Nein! Haut ab! Ja, die verfolgen mich. Boah, die sind so eklig. Es geht ab. Die machen komische Geräusche. Irgendwelche komischen Testobjekte, die die da im Wasser drin hatten. Naja, die können mich jetzt auf jeden Fall hier hochheben. Stück auf Seite, hier, komm. Hoch. Ah, mir ist ja nicht hoch genug. Wieso nicht? Echt jetzt? Ach so. Dann, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich probiere jetzt mal mit den Typen wieder den Hebel auf der linken Seite zu kriegen, dass das Wasser wieder ein Stück runterkommt. Wenn es. Hier liegen ja auch noch welche. Und wenn das Wasser wieder ein Stück weit unten ist, dann versuchen wir uns auf der rechten Seite bei den Treppen ins Wasser werfen zu lassen. Ja. Das scheint zu funktionieren. So, jetzt können wir nämlich hier oben, können wir uns ins Wasser werfen lassen und dann schwimmen wir auf die rechte Seite, lassen uns runterfallen und betätigen den Hebel. So ist auf jeden Fall jetzt mal der Plan. Ich denke, das wird auch so funktionieren. Ich hoffe, wir treffen den beim ersten Mal. Wir sehen ja auch unten unseren Schatten. Da können wir ungefähr dann, na gut, jetzt wird schon so passen hier. So. Komm schon. Yes. So, wir sind noch nicht gestorben, weil wir hier weich gelandet sind. Ach, hier kriegen wir noch neue Mitarbeiter. Also ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Aber anscheinend haben wir dadurch, dass wir durch durch dieses Wasser da fast ertrunken sind und die
die Meerjungfrau oder was auch immer das war, uns gerettet hat. Sorry, Leute. Ich verabschiede mich mal von euch. Seitdem verfolgen die uns jetzt hier. So, was geht da unten ab? Wieder ein noch größeres und schrägeres Gebäude. So, hier müssen wir irgendwie hoch, ne? Probieren wir es mal da unten. Juhu! So. Okay, hier haben wir einen Fahrstuhl oder was? Jetzt fahren wir sie wieder hoch. Ne, ist ja blöd. Oder? Fallen die jetzt hier runter? Ne, natürlich nicht. Okay, wenn ich rausgehe. Ah, ne, schaffe ich nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die da irgendwie weiterbekommen. Was haben wir denn hier noch? Eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Ah, hier könnte ich aber die Typen gebrauchen. Dann kriegen wir die Tür auch auf. Frage ist nur, wie kriege ich die Typen jetzt hier nach unten? Oder generell wieder in meine Höhe. Ah, so. Ich könnte rein theoretisch. Ne, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ah, hier links können sie aber langlaufen, oder was? Ja. Ja, dann müssten sie ja jetzt eigentlich hier runterfallen, oder? Ja. Servus. So, jetzt können wir unten wahrscheinlich die Tür öffnen, können aber auch hier oben an das Seil. So, wir gehen jetzt erstmal an das Seil. Das scheint mir nämlich hier irgendwas Geheimes zu sein. Das sieht doch, da oben haben wir es doch. Da oben müssen wir jetzt dran. Achso, jetzt müssen wir. Nee, wie macht man das da jetzt? Ich müsste rein theoretisch die Typen wieder hier haben, ne? Damit wir da hochspringen können. Wie kriege ich die denn jetzt hier hoch? Also wenn wir hier runterspringen, lande ich wieder auf den. So, die müssen uns auf jeden Fall rechts hochhelfen. Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, ne? Hier landen wir. Ja, oder passt schon. Da oben ist das Ding. Wie kommen wir da hin? Ich muss die zwangsweise hier auf den Fahrstuhl stellen, ne? Und dann da hochfahren. Aber wenn ich die dann da hochfahre, dann komme ich hier ja nicht mehr dran. So, und unten geht's weiter. Das heißt, ich muss die, weiß ich nicht, teilen. Ich muss die teilen. Das ist es. Jetzt haben wir nur einen. Ne, einer reicht nicht. Beide hoch. Da ist noch einer rein. Ja, das könnte vielleicht. Da noch einer. So. Jetzt probieren wir es. Können die mich heben? Ja. Ja, das könnte reichen. So, jetzt fahren wir wieder hoch. Ob's das ist? Ich hoffe es doch. Das wäre natürlich sehr geil. So, die können nämlich jetzt nicht runter und. Jawohl, das passt schon mal. So, jetzt müssen die mich oben nur noch so hochwerfen können, dass wir da oben an die Kapsel kommen. Die sind auf jeden Fall hier, jawohl. Ach, das sind ja mehr als unten, das ist ja perfekt. Dann schaffen wir das hier, auf jeden Fall. Jawohl. Sehr gut.
So. Alle mitkommen. Wir gehen jetzt, fahren jetzt mit dem Fahrstuhl wieder runter und gehen dann unten durch die Tür. Denn da geht's dann auch weiter. Da holen wir natürlich alle mit. Sind ein paar. Was wollen die von mir? Genau so ein Weg. Immer anmeckern und dann um Hilfe bitten. Perfekt. Oh shit. Okay. Nicht schlimm. So, da hinten laufen auch Typen. Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es hier überhaupt geht. Was wir hier zum Ende dann aufdecken werden. Ich bin echt gespannt. So, tschüss, meine Freunde. Vielen Dank für die Hilfe. Auch wenn sie ein bisschen komisch aussahen, ich vermisse jetzt schon. Hier war doch gerade noch einer am Rauchen. Und am Telefonieren, wie es aussieht. So, die hauen hier alle ab. Na gut, wir sind schon seit Spielbeginn auf der Flucht. Okay, hier scheint ein nicht jugendfreier Film gedreht worden zu sein. Und hier werden dann die Auswertungen gemacht des Films, jawohl. Oh, was ist mit ihm hier? Hier würde ich gern hoch. Kommen wir da hoch? Alter! Was gucken die denn hier? Scheiße, wir sehen nichts. Dann holen wir hier den Rollcontainer mal mit. Ja, auch geil gemacht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier, was können wir hier machen? Was? Nix? Ah, doch. So, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich hier rüber hangeln. Und wie ein Äffchen am Rohr hochkrabbeln. So, wir holen uns unseren eigenen Blickwinkel. Was ist hier drin? Hier guckt jeder rein. Nur wir nicht. Moment. Erstmal gucken, was hier auf der rechten Seite noch ist. Gar nichts, da kommt man nicht weiter. So. Wir nähern uns, habe ich schon das Gefühl. Ja, und hier gehen wir jetzt dann runter und dann gehen wir da unten auch schon rein. Wie es weitergeht, schauen wir in der nächsten Folge zusammen. Also haut rein!